So, hallo. Heute wollen wir einfach wieder viele Übungen machen zur Addition. Und zwar fangen wir jetzt direkt mit der ersten an. Nehmen wir die 9.367 plus 2.459. So, und du hast ja schon beim letzten Mal gesehen, dass wir einfach spaltenweise, also stellenweise addieren. Wir fangen von ganz rechts an, in der ganz äußersten Spalte, da wo die 7 und die 9 im Moment steht. Das ist unsere einer Spalte, wo die Einsen stehen, und zählen die erstmal zusammen. Also jetzt zählen wir erst zusammen 7 plus 9. Das machen wir mal hier auf der Seite. 7 plus 9. Und was ist 7 plus 9? 7 plus 9 ist ja ganz einfach, das ist 16. So, und die schreiben wir jetzt als Ergebnis auch drunter. Wir schreiben die 6 hier drunter und merken uns 1. Wir sagen noch 1 gemerkt oder 1 im Sinn. Und diese 1 schreiben wir in die nächste Spalte, in die Zehnerspalte. Ich würde es gerne kurz noch ein bisschen erklären, warum das so ist und wie du dir das ein bisschen merken kannst. Also stell dir mal vor, 16 ist in dem Fall Geld, also 16 Euro. Und wenn du 16 Euro hast und du das in Münzen und Euroscheine aufteilen willst, nehmen wir mal an, du hast 1 Euro Münzen und 10 Euro Scheine, dann hast du einen 10 Euro Schein. Male ich mal hier drunter. So. 10. Ja. Das ist dein 10-Euro-Schein, davon hast du einen und du hast 6 1-Euro-Münzen. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und so kannst du dir das eigentlich ganz gut vorstellen. Also diese 6 Münzen, das sind deine 1er-Münzen. Und hier in der ganz rechten Spalte stehen nur die Einsen, also nur die Einser Münzen quasi. Und in der zweiten Spalte, das ist deine Zehnerspalte, da passen nur die 10-Euro-Scheine rein. Und in die nächste Spalte, das wäre dann deine 100er-Spalte, da würden dann nur deine 100-Euro-Scheine reinpassen und so weiter. Also du siehst schon, so kann man sich das auch überlegen. Also wie auch immer, die Ergebnisse, die du herauskriegst, wenn du die einzelnen Stellen miteinander addierst, die schreibst du einfach direkt runter, wenn es eine einstellige Zahl ist, und wenn es eine zweistellige Zahl ist, merkst du dir diese Zehnerstelle, also in dem Fall unsere 1, merkst du dir die und überträgst die mit in die nächste Spalte und sagst einfach 1 gemerkt oder 1 im Sinn, und dann findest du die in der nächsten Spalte. Und dann zählst du einfach die nächste Spalte zusammen. Und das machen wir jetzt auch gleich. Also wir zählen jetzt 6 plus 5 und diese 1, die hier noch steht, plus 1. Und das ist auch relativ einfach. Das ist 12. Und hier machen wir es genauso. Jetzt nehmen wir die 12 und schreiben die hier hin. Die 2 von der 12, Entschuldigung. Und die 1 merken wir uns und schreiben die in die nächste Spalte. Also 1 gemerkt. So. Also auch hier kannst du sagen, okay, das wäre jetzt unsere Zehnerspalte, also die 2 passt hier in die 10 rein und die 1 in die Stelle 1 nebendran. Gut, und dann rechnen wir jetzt weiter. 3 plus 4 plus 1, also diese 100er Spalte ist das jetzt. Ich kann es auch mal drüber schreiben. Also das ist die 100er, das war die 10er und das war die 1er. Und das ist dann sogar die 1000er hier. So, aber jetzt rechnen wir erstmal die Zahlen, die in der 100er Spalte stehen. Das ist die 3 plus die 4 plus die 1. Das ist 8. Das ist jetzt eine einstellige Zahl, das ist ganz leicht. Die schreiben einfach hier drunter. Und zum Plus haben wir noch die 9 plus die 2. Das ist 11. Und dann schreiben wir wieder die 1 hier rum. Und dann würden wir uns 1 merken in der nächsten Spalte. Da steht aber jetzt nichts. Das heißt, da hast du keine anderen Zahlen, mit der du die 1 zusammenzählen würdest. Dann kannst du sie direkt unter den Ergebnisstrich schreiben.
So, und dann ist unser Ergebnis hier 11.826. Ich schreibe hier noch den Tausender Punkt zum besseren Lesen mit rein. So, das war es auch schon für die erste Übung. Jetzt machen wir mal gleich die nächste. Und damit du siehst, dass dieses Prinzip grundsätzlich mit allen Zahlen funktioniert, machen wir jetzt mal eine ganz, ganz große Zahl, und zwar in den Millionen. Da wirst du jetzt vielleicht sagen, oh, das ist aber groß. Das stimmt auch, aber davon musst du dich gar nicht abschrecken lassen. Es geht nämlich immer nach dem gleichen Muster und es ist eigentlich ganz einfach. Also jetzt nehmen wir mal 2.349.015 plus 7.015.999. Wow, Riesenzahl. Aber hier nach dem gleichen Rezept, wir fangen zuerst ganz einfach in der einer Spalte an und vergessen jetzt mal alle anderen Spalten, also Zahlen. Wir konzentrieren uns nur auf die erste Spalte, ganz rechts auf die einer Spalte, das ist 5 plus 9. Und was ist 5 plus 9? Das ist 14. Und jetzt gehen wir nach genau dem gleichen Muster durch. Die 4 kommt wieder hier drunter und 1 gemerkt von der 14. 1 plus 9 ist 10, plus 1 ist 11 und 1 gemerkt von der 11. 0 plus 9 plus 1 ist 10, also 0 und 1 gemerkt. Ich kann auch mal nochmal die Farben wechseln vielleicht. So, dann 9 plus 5 ist 14, plus 1 ist 15. Schreiben wir die 5 drunter und die 1 von der 15 schreiben wir hier. 1 gemerkt. Und 4 plus 1 ist 5, plus 1 ist 6. Da brauchen wir uns nichts merken. Das heißt, in der nächsten Spalte, jetzt sind wir schon in der 100.000er Spalte. Also es war die 1er, 10er, 100er, 1000er, 10.000er, 100.000er. Aber du siehst, es geht genauso weiter. Einfach alle Zahlen übereinander stehen, zusammenrechnen. 3 plus 0 ist 3. Und zum Schluss noch 2 plus 7, das ist 9. So, und dann können wir noch unsere Tausender Trennpunkte eintragen und dann ist das Ergebnis 9.365.014. Du siehst also schon, auch wahnsinnig große Zahlen funktionieren immer noch relativ einfach, nämlich nach genau dem gleichen Rezept von rechts anfangen und ganz einfach Spalte für Spalte, Stelle für Stelle nach links durcharbeiten. Okay, jetzt letzte Aufgabe noch. Noch ein bisschen größer. 15.999.001. Das sind ja lustige Zahlen, die der Cell sich da ausgedacht hat. Plus 6.888.999. So, dann schauen wir mal, was das wird. Und fangen wieder ganz normal an. Sieht vielleicht ein bisschen schwieriger aus, aber wir fangen einfach wieder von rechts an. 1 plus 9 ist 10. Also die 0 schreiben wir hier ein und 1 gemerkt. Und 9, 0 und 9 und 1 gibt auch 10 und 1 gemerkt. Und 9 und 1 ist auch 10, 1 gemerkt. So, jetzt sind wir schon in der Tausender-Spalte. Was ist denn da? 9 plus 8. Plus 1 ist 18, 1 gemerkt. Und 9 plus 8 plus 1 nochmal, ist auch nochmal 18. Und du siehst schon, 9 plus 8 plus 1 nochmal zusammengezählt, ist auch nochmal 18. Und 1 gemerkt. Und 5 plus 6 plus 1 ist 12. 2 hier und 1 gemerkt und 1 plus 1 bleibt zum Schluss noch übrig, ist 2. Siehst also hier auch eigentlich ganz einfach. Also als Ergebnis, wenn wir 15.999.001 addieren mit 6.888.999, kommt als Ergebnis raus 22.888.000. So, also wie gesagt, einfach immer konzentrieren, ganz gemütlich von rechts in der ersten Spalte anfangen und dann Stück für Stück
Nach links durcharbeiten, nicht vergessen, die Einsen einzutragen, wenn eine zweistellige Zahl als Ergebnis rauskommt. Und dabei viel Spaß. Und wenn du das so machst, dann und in den Einser, Zehner, Hunderter und so weiter Schritten keine Fehler machst, kommt auch immer das richtige Ergebnis raus. Viel Spaß dabei. Tschüss.